Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Zunächst möchte ich sagen, dass Sie uns Piraten hier natürlich alles nehmen können, nur Gott sei Dank nicht das Rederecht, wenn wir schon im Präsidium keine Stimme haben. Wenigstens hier können die ausgeschlossen werden. Aber das haben Sie heute ja schon mal gehört. Ich möchte beginnen mit einem Hinweis auf unsere Graspirin-Kampagne, in der wir fordern, endlich eine moderne Drogenpolitik in Deutschland umzusetzen, namentlich Cannabis zu legalisieren. Okay. Das mit diesen Zwiegesprächen scheint bei meinen Reden irgendwie immer beliebter zu werden. Aber okay. Also nochmal, Graspirin-Kampagne, moderne Drogenpolitik in Deutschland, namentlich die Cannabis-Legalisierung. Die CDU im Bund argumentiert dagegen, die Drogenbeauftragte namentlich, dass Alkohol anders zu werten sei als Cannabis, denn Alkohol sei ja schließlich ein Kulturgut. Und wer Alkohol als Kulturgut darstellt, der braucht sich nicht wundern, dass die Gefährlichkeit des Alkohols auch und gerade in der Schwangerschaft unterschätzt wird. Und ich möchte das nochmal betonen. Ein Glas zur falschen Zeit kann fatal sein. Ein Tropfen Medikament mit Alkohol zur falschen Zeit kann fatal sein. Und da hilft es auch nicht zu sagen, nehmt weniger, da wird das Risiko verringert, denn das ist faktisch, das ist mathematisch einfach nicht korrekt. Und liebe Kollegin Schneider, Sie haben gerade gesagt, die Piraten müssten sich auskennen, mit keine Verbote aussprechen und Sie würden auf Eigenverantwortung setzen. Das tun wir doch auch. Aber da geht es darum, dass wir Wissen transportieren müssen. Und so kann ich jetzt zum Antrag der CDU-Fraktion kommen. Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage vorweg? Aber sicher. Das ist nett von Ihnen. Herr Ellerbrock hat die Frage. Herr Kollege Masching, ich unterstelle, dass Ihre Darstellung, dass es nicht auf die Menge drauf ankommt, sondern dass ein Tropfen zur falschen Zeit schon fatale Folgen haben kann. Ich unterstelle, dass das richtig ist. Es ist aber psychologisch ein wesentlicher Unterschied zu sagen, du darfst überhaupt nicht, das geht eine gewisse Zeit gut und dann befeucht man überhaupt nichts mehr. Oder man sagt, du musst weniger trinken. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Diabetiker und Eis und Kuchen haben einen gewissen Stellenwert für mich. Wenn man mir sagt, du darfst überhaupt nicht, kriege ich das ein paar Wochen hin und danach ist es ganz fürchterlich. Weniger ist mehr in dem Falle. Und das ist das, worauf die Kollegin hinwies, dass das der Weg ist, das Ziel. Das ist besser, als zu sagen, gar nicht. Das ist erfolgreicher und das meinte die Kollegin. Da nur stimmen Sie dem so zu, Herr Masching? Ja, vielen Dank für die Formulierung als Frage. Sehr geehrter Kollege Ellerbrock, das mag sein, dass bei Ihnen ein Totalverbot psychologisch etwas anderes auslöst, als wenn man sagt, essen Sie weniger. Aber bei Ihnen schadet ein Stück Kuchen auch nicht lebenslang einem ungeborenen Kind. Und das ist der kleine Unterschied dabei. Man muss den Menschen einfach sagen, jeder Tropfen kann das Leben des Kindes ein Leben lang beeinflussen, und zwar negativ. Und da geht es um Wissen und da geht es um Aufklärung und da geht es darum zu sagen, es kann eben der falsche Tropfen zur falschen Zeit auslösend sein. Da hilft es nicht zu sagen, trink die Hälfte, dann reduzierst du das Risiko, denn das ist faktisch einfach falsch. Jetzt aber zum Antrag. Liebe Kollegin Birkan, vielen Dank für den Antrag. Ich sehe Sie jetzt gerade nicht mehr, schade. Wir finden auch, dass es ein gutes und wichtiges Thema ist, denn nach unserem Dafürhalten steckt Rot-Grün bei dem Thema scheinbar den Kopf zu sehr in den Sand. Deswegen sollten wir hier im Landtag darüber reden, deswegen sollten wir über Kampagnen reden. Denn die Frage ist, sehr geehrte Frau Ministerin, dann frage ich Sie, wo sind denn die Kampagnen und wer weiß davon? Wir reden mit Ärzten, wir reden mit den Zentren, wir reden mit den Experten, mit den Koryphäen auf dem Gebiet und die sagen, ja, es gibt ein paar Kampagnen, aber das sind immer nur Strohfeuer. Das ist immer mal hier ein Flyer und da eine Broschüre und da wird mal eine U-Bahn-Station plakatiert, aber was wirklich Nachhaltiges kommt dabei nicht raus. Was wichtig wäre, wäre, dass wir eine Aufklärungsarbeit haben, die langfristig ist, die nachhaltig ist, die in die Köpfe reingeht. Die einzigen langfristigen Kampagnen, das machen diese Experten und Zentren selber. Und zwar, man höre und staune in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der deutschen Spirituosenhersteller. Da gibt es Zentren, die sich beim CDU
Bundesgesundheitsministerium Unterstützung holen wollen und das Gesundheitsministerium sagt, alles klar, machen wir, natürlich, unterstützen wir sofort, wichtiges Thema. Dann heißt es, okay, wir haben eine Kampagne, die haben wir vorbereitet, die kostet 1,5 Millionen Euro. Da sagt das Bundesgesundheitsministerium, ja Moment, wir haben gesagt, wir unterstützen euch. Das ist natürlich moralisch gemeint, ne? Also Geld gibt es da auf gar keinen Fall. Und wieder werden in Zusammenarbeit mit dem Spirituosenverband solche Broschüren über Ärzte an Schwangere verteilt. Auch das NRW-Gesundheitsministerium hat solche Kampagnen durchgeführt, 2006, damals unter Karl-Josef Laumann. Aber das war zeitlich befristet. Das sind immer kleine Kampagnen, die zeitlich befristet sind. Was wir brauchen ist, wir müssen in die Köpfe einer ganzen Generation mit diesem Thema rein, am besten sogar zwei Generationen, die müssen das weitergeben, das Thema. Diese Gefährlichkeit von Alkohol in der Schwangerschaft muss bei den Menschen in die Köpfe. Eine x-te Kampagne, wo wir wieder mal irgendwelche U-Bahn-Stationen zupflastern, das hilft halt nicht. Und vor allen Dingen, und das ist noch ein wichtiger Punkt für uns, der im CDU-Antrag so einfach völlig ausgeblendet wird, es darf nicht nur um Prävention gehen bei diesem Thema, sondern es muss auch um den Prozess der Aufklärung jetziger Mütter und Väter von kleinen Kindern, die Entwicklungsstörungen beobachten. Da muss das Wissen auch hin, denn die müssen auch wissen, das, was meine Kinder da haben an Symptomen, das kann durch ein FASD verursacht werden. Denn nur dann kann wirksam den Kindern auch geholfen werden. Wichtig ist nicht nur die Vorsorge, nicht nur die Prävention, sondern auch die Nachsorge. Und Nachsorge, liebe Kolleginnen und Kollegen, die könnte dieser Antrag auch gebrauchen. Und deswegen stimmen wir natürlich der Überweisung in den Ausschuss zu und freuen uns, der Kollege Düngel freut sich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank.